Martin Schmidt. Vielen herzlichen Dank. Wunderschönen guten Abend, freue mich sehr hier zu sein. Was für ein wundervoller Abend, was für tolle Künstler. Und ja, sind ja bloß 5 Minuten Zeit und würde ganz gerne eine Eigenkomposition spielen. Das Stück ist von mir, ich sage das immer ganz gerne dazu, weil ich bin in Pinneberg gefragt worden von einer Dame, die hat gesagt, sagen Sie, Herr Schmidt, sind die Eigenkompositionen eigentlich alle von Ihnen? Ja, ist der Fall. Die hat beim Hinausgehen dann noch gesagt, ich habe seit dem Tod meines Mannes nicht mehr so gelacht. Ja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Idee zu diesem Stück ist gekommen auf dem Rückflug von Hamburg nach München. Ich bin im Flieger gesessen, in der vordersten Reihe. Musiker sitzen immer in der vordersten Reihe, weil wenn der Flieger abstürzt, kommt der Getränkewagen nochmal vorbei. Links und rechts, inkommunikatives Volk, die Frau links von mir ist eingeschlafen. Der versteht sie mal bayerisch? Ja, versteht sie ja schon, gibt es keine Probleme. Gut, die links von mir ist eingeschlafen, der rechts von mir hat auch nichts gesagt und dann wächst in Bayern ja ein bisschen so das Element, dass er sich denkt, ich bringe ich schon so weit, dass du noch was sagst. Das war schon ein bisschen eine trockene Stimmung und dann habe ich ihn irgendwann so weit gehabt, habe ich gesagt, was er beruflich macht und dann hat er gesagt, ja, er ist Musikwissenschaftler. War die Stimmung noch ein bisschen trockener. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, das ist ja witzig, Sie sind Musikwissenschaftler, ich bin Musiker, das ist so ein ähnlicher Unterschied wie zwischen dem Gynäkologen und dem Liebhaber. Dann war die Stimmung ganz trocken. Dann kam nur diese Ansage, die jeder kennt, was muss man machen, Rückenlehnen, senkrecht, Tische hochklappen, was gibt es zum Trinken, was gibt es zum Essen, wie heißt der Kapitän, wie kalt ist draußen, der ganze Schmarrn. Und ich habe mir gedacht, wenn ich eine Airline besitzen sollte, jetzt habe ich gerade den Kaufzeitpunkt verpasst, dann würde ich das Ganze machen als Boogie Woogie. Und das kommt jetzt, ich mache also eine Flugansage als Boogie Woogie, mache mit der linken Hand so einen Boogie Woogie Bass, dann erzähle ich das dazu, was es in diesem Flugzeug alles zu erfahren gibt und mache dann mit der rechten Hand noch so eine kleine Choreografie dazu, eine Bonsai-Choreografie, wie das diese Flugbegleiter im Flieger immer machen. Das Ganze agiert also multikoordinatorisch an der Obergrenze des Machbaren wie überhaupt der ganze Abend, meine Damen und Herren, hier in Stuttgart. Das Ganze heißt Schmidtisch Airways. Viel Spaß. An diesem wunderbaren Yamaha-Flügel. Sehr gut. Seht ihr alle was? Tasten? Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Ich komme nachher dann zu euch rüber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, Sie sind bei Schmidtisch Airways und wir sind die Erfinder von Ansagen, die Sie so noch gar nicht kennen und wir wissen, dass Sie sonst an dieser Stelle gerne pennen. Dazu haben Sie dann später noch genügend Zeit, doch zunächst bitten wir um volle Aufmerksamkeit. Wir begrüßen Sie an Bord von München nach Palma. Bitte lassen Sie das Rauchen, spielen Sie einfach lieber halber. Das Flugzeug hat 4 Notausgänge, 2 sind vorn, 2 hinten. Die sind für den Fall, wenn wir die Landebahn nicht finden. Wir bitten dann den Leuchtstreifen zügig nachzugehen und zu Ihrem Handgepäck zu sagen, auf Wiedersehen. Wir bieten Ihnen Snacks an und zwar Manna oder Cracker. Ja, die machen zwar brutal viel Brösel, aber kein Geklecker. Zu trinken gibt es Wasser, Cola, Bierse, Kaffee, Tee und Wein. Und wenn es sein muss, darf es auch Tomatensaft sein. Wir wissen, warum ein Flieger fliegt und nach der Landung heil ist, aber nicht, warum ein Mensch an Bord auf diese Zeug so geil ist. Wenn zu wenig Sauerstoff das Atmen schwer macht, brauchen Sie sich nicht zu sorgen, wir haben an alles hier gedacht. Denn dann kommen solche Masken aus Ihrem Versteck, ziehen Sie diese an, doch legen Sie erst den Playboy weg. Die Anzahl der Fallschirme ist bei uns gleich null, doch jeder kriegt im Notfall eine Dose Red Bull. Und an der Stelle würden alle Passagiere begeistert mitklatschen. Dann auf einer All Electronic Devices, weil deren Strahlung für den Funkverkehr ein Riesenscheiß ist. Versichern Sie sich bitte, dass Mallorca Ihr Begehr ist, weil ein späteres Verlassen dieses Flugzeug ziemlich schwer ist. Fühlen Sie sich sicher, jetzt ist die Zeit zum Entspannen, denn wir fliegen dieses Ding seit 40 Jahren ohne Pannen.
Wir bitten nach der Landung nicht zu klatschen, mit Verlaub, denn die Taschen macht der Bordcomputer und der ist taub. Hier ist noch ein Hinweis für die Pfarrer, die mit uns reisen. Sie müssen hier an Bord überhaupt nichts beweisen. Denn wenn ihr Nachbar sagt, er glaube sicher nicht an Gott, bei schweren Turbulenzen ändert er die Meinung flott. Guten Flug.